So, wir stehen jetzt kurz vor unserem Fallversuch und wie ihr seht, haben wir hier beide Bikes baugleich aufgebaut. Das eine Fahrrad ist mit dem Cyphler-Antrieb ausgestattet und das Fahrrad in schwarz mit einer Standard-Tretkurbel. Wie ich euch im letzten Video schon gefragt hatte, auch vielen Dank für euer Feedback im Übrigen, ging es ja darum, nochmal zu klären, welche Punkte wir bei diesem Versuch beachten sollen. Was dabei zur Sprache kam, war zum Beispiel die gleiche Übersetzung. Und dazu möchte ich heute auch noch ein paar Worte sagen. Das zweite ist, wie stellen wir die richtige Fallhöhe und auch den gleichen Fallwinkel am besten dar? Und das haben wir euch hier auch schon mal vorbereitet und zeigen euch das hier. Und der nächste Versuch wird so stattfinden, dass sogar jemand vom TÜV dabei sein wird. Wir werden dann in einer Turnhalle sein, weil wir da auch eine Gewährleistung haben, dass der Boden perfekt in Waage ist. Und ja, das eigentlich vielleicht ganz kurz zur Versuchsdurchführung. Wir haben jetzt hier bei beiden Fahrrädern die gleiche Übersetzungsstufe gewählt. Beim Cyphler ist das ovale Kettenblatt montiert. Bei der Tretkurbel ist das runde Kettenblatt mit der gleichen Zähnezahl montiert. Und viele haben uns ja gefragt, wie stellen wir da die Gewehr, dass die Übersetzung perfekt gleich ist. Dazu ist zu sagen, wir betrachten ja eine halbe Kurbelumdrehung. Das heißt also, während dieser halben Kurbelumdrehung ist auch bei diesem ovalen Kettenblatt der mittlere Teilkreisdurchmesser gleich groß wie bei dem 46er Kettenblatt. Das heißt also, die Übersetzung ist bei beiden Fahrrädern gleich. Eine zweite wichtige Frage ist, wie richten wir die Kurbelstellung beim Starten exakt zueinander aus, beziehungsweise wie stellen wir sicher, dass die Kurbeln auch die gleiche Fallhöhe haben, weil wir gehen ja bei beiden Systemen mit der gleichen potenziellen Energie des 5-Kilo-Gewichtes als Eingangsgröße herein. Das Ganze sichern wir über einen Laser, das heißt, wir justieren beide Fahrräder parallel zueinander und können dann direkt über den Laserpunkt den Winkel als auch die Fallhöhe perfekt einstellen und haben so die gleichen Startbedingungen. Was vom TÜV-Prüfer natürlich auch noch geprüft wird, das waren jetzt alles Themen, die vom TÜV also auch zusätzlich noch geprüft werden, ist natürlich, verwenden wir das gleiche Gewicht? Wie schaut es mit dem Fahrradgewicht beider Fahrräder aus? Wie ist der Luftdruck beider Fahrräder? Wie ist der zusätzliche Bremswiderstand? Das heißt also, ist bei beiden Fahrrädern auch wirklich die gleiche Rollreibung zu erwarten? Und das sind alles Parameter, die wir von einem unabhängigen Gutachter bei diesem Fallversuch berücksichtigen werden. Und ihr könnt also voll davon ausgehen, dass wir beide Fahrräder die gleiche Chance geben. Ja, jetzt bleibt mir nur nochmal zu sagen, ich freue mich schon auf den nächsten Dreh und bin gespannt auf eure Kommentare unter diesem Video und bedanke mich bei euch, euer Tobias Spröter.